tut sich damit, weil ich so einen komischen Decker benutze. Ich bin, glaube ich, verkehrt gelaufen. Was kriegst du? 39 bis 51, wenn ich irgendeinen komischen Decker benutze. Ich benutze zwei Decker, ja, deswegen habe ich 42 bis 100 Schaden und kriegt 16 Punkte Schaden hinzu. Lauf doch mal! Mein einer Decker fügt, Moment, ich muss kurz gucken. Wie viel waren das? Alt, falsche Taste. Nochmal falsche Taste. 3 bis 5. Plus 122% Damage macht mal ein Decker. Ja, wie viel Schaden hast du durch? Also insgesamt? Ja. 43 bis 109. Ordnung, ne? Ich glaube, wenn du als zweiten Decker meinen Decker benutzen würdest, dann würdest du sogar noch mehr Schaden machen. Gib mal her. Nein. Dafür will ich schon ein bisschen was sehen. Kriegst 3 Gold. Zahl in Raten. 1 Million Gold in Raten von 1 Milliarde Jahren. Hey, das ist Gegner. Akuchi-Teste. Nein. So ein komischer Gegner, der ist Gold. Akuchi heißt der, den nehme ich mir gleich mal vor. Ich möchte mal eine Ragges-Kaviar. Was willst du? Ragges-Kaviar wieder. Was? Das ist meine Axt, der ist Ragges-Kaviar. Ragges-Kaviar. Ah ja, ja, schon klar, was auch immer. Dann ist die Grace. Was auch immer. Man. Beide macht von Grayskull. So schwuchtelst du nicht. Der ja, ist voll geil. Du guckst, also muss es schwul sein. Hey, da gehst du runter, geh doch mal runter. Komm mal, Kuchi, die Gegner sind viel zu schwach für dich, geh runter. Vergnügen. Sogar, ich bin gerade so weit endlich Leben gehackt, also kann ich auch ruhig runtergehen. Ja, cheatest du eh nur. Hat er jemand die Tür aufgemacht? Delfino, warum machst du Türen auf? Macht doch Spaß. Vielleicht finde ich ja direkt auf den Weg runter zur Ebene 30. Ihr seid auch. Gibt's doch gar nicht. Wirklich nicht so viele? Ich glaube, sind es 20, oder? Nee, keine Frage, keine. Also nee, 18 sind es, glaube ich, mit Addon. Irgendwas sowas stand auf Wikipedia. Ich glaube 16 im normalen Spiel und 18 mit Addon oder so. So, tot. Was 16 und 18? Ja, Ebenen. Achso. Hier ist ja noch eine Tür offen. Töte doch erst für die Gegner, die im einen Raum sind. Und wie ist Level 6? In Ordnung, die Monster gehen. Dann ist ja, die machen mehr bisschen. Ich habe ein bisschen wenig Heiltränke mit dabei. Oh, ich habe ein Schild gefunden. Oh, ich habe Gegner gefunden. Waffenschild. Keine Ahnung. Sag ich dir, wie die Gegner alles gut sind. Großartig, wusstest du das? So, die Water gefunden. Da liegt was, aber ich kann es nicht mitnehmen. Hör auf, in der Kirche rumzuklauen. Ich hab ihn. Akuchi ist so arm, er muss in der Kirche klauen. Warum beschießt mich ein Pfeil? Das war der Mali, der Melee. Weil du es verdient hast. Was seid ihr überhaupt? Der Video, wo bist du? Ich bin Level 5. Ich mag die Gegner, okay. Die haben einen Modus Sound. Bei Akuchi bin ich. Das ist aber Level 6. Ah, der ist wieder Level 5. Achso, ist er draufgegangen, der Noob. Ja. Der Noob ist wieder draufgekommen, das erklärt einiges. Ich weiß, schreien der die ganze Zeit nur irgendwelche Funken versprühen. Ich will keine Funkensprühscheine. Du willst den Gegner teleportiert werden. Oh. Da ja, war noch einer. What ails you, my friend? Jetzt läuft er wieder weg. Oh, Tage Armor 6. Verkaufe ich mal. Und gibst du wieder in der Stadt oder was? Ja, ich bin gerade mal gestorben, hab ich mir gedacht. Achso. Ich bin jetzt auch gleich wieder in der Stadt, wenn ich sterbe. Da stirbst du nicht. Bist du nur auf Level 4. Ausweichen! Nein, Renn zickzack. Heil dich doch selbst, du bist doch ein Magier. Mann. Renn. Oh mein Gott, da kommen noch mehr. Oh mein Gott, da ist auch noch einer. Ey, finde du Arsch. Was macht denn ihr? Ich versuche dich wieder Akuchi zu killen mit dem Monstern. Juhu, ich hab's geschafft. Du wirst sterben, weil du in der Ecke gefangen wirst. Er ist tot. Das passiert, wenn man Delfino hinterherläuft. Ich hab's geschafft, er ist gestorben. Gut gemacht, sehr gute Arbeit. Oh, jetzt muss ich bloß noch selbst hier rauskommen. Das ist dann immer wenig schwierig, ne? Ja. Jetzt verkaufe ich mal alles, was ich irgendwo habe.
Ich brauche endlich ein Level up. Ich gehe da oben lang, in Level 4 wieder. Alter, was für scheiß Waffen? Ich will eine richtige Waffe haben. Ach, ich glaube, ich cheate mit dem. Oh Gott, da kommt ein Pfeil auf mich zu. Oh mein Gott, ich töte ihn, ich töte ihn. Oh, doch nicht. Okay, klar. Und tot. Und noch ein Gegner. Und auch tot. Sie brechen, als wenn sie aus Glas wären. Ich will auch mehr Schaden haben. Musst du dir einen neuen Bogen kaufen. Für teuer Geld. Ich komme mit besseren Bogen. Glaube ich. Das ist nicht viel besser. Ich mag den langen Schwanz, den diese Skelette haben. Kann ja mal gucken, was es so gibt. Ist doch lange Schwänze, ne? Ja, schon. Warum rede ich überhaupt mit dir rum? Random 1 bis 260% Damage. Was heißt das? Random 1. Ja, 1. Das klingt schon so nach 99% der Fälle kriegst du 1% mehr. Und das zeigt, dass du sogar noch 67 Mana. Hey, ich glaube, das ist ein Champion-Monster. Ja, das ist ein Champion mit 700 Energie. Den töte ich jetzt mal. Bevor ich die andere Gegner getötet habe, ja, fertig. Und tschüss. Ich kann mir keine Tränke leisten. Oh, ich habe einen Lasercap. Lasercap, ja, ja. Ein Lacker. Ein Laser. Wie auch immer. Okay, das wäre mal eine tolle. Testen wir mal. Minus 6 Damage from. Ich behalte lieber meine Stärke. Ich kann ja versuchen, neue Waffen in den Shop reinzubekommen. Ja, die dann alle scheiße sind. So, gibt's hier irgendwelche Bögen? Oh ja, yeah, hier liegt schon wieder ein bisschen Curry auf dem Boden. Boah, Feuer, Damage 1 bis 24. Oh, das ist eine Sackgasse. Heißt Left zu Hell. Wie Joyce bekommst du neue Waffen? Normalerweise. Level 11, Noob. Das heißt Chia Noob. Der Level 10. Der Chia ja auch nicht so wie du. Ja, das ist auch cool. Ah, immer noch. Hey, ist da eine Kiste? Oh, das ist eine Kiste, habe ich gar nicht gesehen. Was denn für ein? Der ist scheiße. Squire Bow of the Maiming. Schaden 3 bis 11. Add 18 Points to Damage und plus 43% Schaden und plus 9% Hitwahrscheinlichkeit. Mhm. Also, wenn du jetzt 338 gibst, dann kaufe ich dir den. Ich hab 92, weiß ich nicht. Was? Hab 299, reicht das auch? Na, ich hack mir einfach noch ein bisschen mehr Geld, dann kaufst du den selber. Scheiß Cheater, ey. So, ich zeig dir, ob ich mein Geld hack, okay? Ich gebe jetzt einfach irgendeine Zahl irgendwo ein, dann macht's kurz Bing, dann gebe ich noch eine Zahl irgendwo ein, dann macht's nochmal Bing und dann habe ich ganz, ganz viel Geld. Deine Mutter macht Bing, wenn's auf den Strich geht. Ich hab eine Ruhe, so, ich glaube, 26. Total schwach. Jetzt genau, das Richtige für unser Magier. Hat man derzeitiges Geld ein? Auf zu cheaten. Boah, ich hatte 88 Gold. So, Level 6 ist durch. So, dann gebe ich ein bisschen was Geld aus. Gibt's nicht eine Mod, mit der man das rückwärts spielen kann, also in der niedrigsten Ebene anfängt? So, jetzt habe ich natürlich noch 3880. Bald habe ich natürlich viel, viel mehr. Ja, auf zu cheaten. Hey, toll, da war eine Falle in der Kiste, toll. Mach ich auch immer, ich stelle immer Kisten mit Fallen auf. Das Kisten nicht explodieren, das fehlt noch. Level 5 fertig? Glaub schon, ja. Ich gehe nur noch mal verkaufen. Lass dann mal alleine in Level 6 gehen. So, jetzt habe ich natürlich 1 Milliarde Gold. Hör auf, entschieden. Weil ich mir so viel Gold leisten kann. Vor allem so viel kann man auch tragen. Man kann 400.000 tragen. Oh, du bist Level 5. Wo bist du? Was? Du bist Level 5, guck mal. Oh, Level 5, cool. Ach, so viel. Ja, ich komme mit Level 5 locker durch Level 6 durch. Durch Level 5. Ui, ist eine Rüstung. So, ich glaube, ich weiß jetzt noch, was das ist, das Level. 30% auf allen gesamten Schaden macht und Minus. Oh, ja. Die kaufe ich mir. Nein, ich habe genug Inventarplatz. Das ist das Dungeon Level, ne? Ernsthaft, ich habe genug Inventarplatz und deswegen kann ich mir eine Waffe nicht kaufen. Dungeon Level, meinen Sie? Hä? Das Dungeon Level meinen sie, sag ich. Was? Wo? Im Chat. Nein. Level 0. Hier kann man keine Gegner töten, das kann nicht Level 0 sein.
Start ist Level 0. Ja. Stimmt. Hello, good friend. Jetzt sehe ich aufgrund des ganzen Textes nicht mehr hier. Toll, wie viel hast du denn? Wie hast du so viel schnell geschrieben? Ich kann noch viel mehr schreiben, wenn du das willst. Okay. Ja, ich lade mal mein Leben so wieder ein bisschen auf. Jetzt mach das mal nach. Zu holen. Das ist kein Schreibhack, das ist eine eingebaute Funktion, du kennst sie noch nicht. Bestörung und entbehren? Nein. Dann würde ich immer wieder dasselbe schreiben, nicht unterschiedliche Sachen. Wie hoch ist ja eigentlich die maximale Anzahl an stackbarem Gold? Keine Ahnung, ich habe momentan 11.000. Also ich habe 11.030 momentan. Also 50.000 ist das Maximum, was man auf einen Stack machen kann. Das habe ich gerade im Inzest nachgelesen. Im Inzest hast du das nachgelesen? Du bist ein Schwein. Das heißt, man kann nicht bei Diablo Hellfire nur 400.000 mit sich rumtragen, sondern man kann ganze 2 Millionen mit sich rumtragen. Ja, und in The Hell? Ja, in The Hell kann man 2 Millionen mit sich rumtragen. Diablo kann man 400.000. Sicher? Ja. Ja, ich rede nicht von Hellfire, sondern von The Hell. Ja. Oh! Diablo Hellfire kann 400.000. Diablo 1. Ja, wir spielen aber hier The Hell, ne? 400.000. Deine Mutter ist in The Hell. Wow! Geil! Also Ebene 6 ist schon mal richtig geil. Das geht so. Aber wir gleich mal von einem Champion Monster. So findet ihr meinen Damage boosten, dass ich euch alle mit One-Hit töte? Ja. Ich töte dich gleich mal. Wir müssen am Schluss wieder PvP machen, wie beim letzten Mal. Haben wir doch letztes Mal gar nicht gemacht. Ich und Akuchi. Gegen dich ist es eh unfair, du läufst die ganze Zeit weg. Außerdem sind wir gerade nach einem Hit tot. Wer? Nein, ich? Er läuft die ganze Zeit weg. ACV ist undead bedeutet. Das bedeutet, du machst mehr Schaden gegen Untote. Hab ich ja fast schon gedacht. Toll. Gut, dass da unten Ghule kommen. Und Champion. Du bist auch in Level 6? Ja. Und wie ist Level 6 so? Schön, nicht? So schön lustig. Die spawnen da alle, ist ja unfair. Ja, da ist auch nur irgendwo ein Champion dabei. Ach ja, so. Einer mit Fledermäusen, so ein Flederding. Ja, irgend so ein Ghoul-Typ, keine Ahnung, wie heißt. Einer, der auch nichts auftaucht und dich dann tötet. Nee, das war. Ja, der hat aber nur 700 Hitpoints. Oh, da liegt ein Halt dran. Der wird dich retten. Ja. Crystal Bangle of Stability. Boah, ich kann Level 7. Ich bin Level 7, ne? Left the hell. Ich bin Level 7. Ich hab dich geleftet. Ich bin da wieder reingegangen. Nein, steht just left the hell. Oh, mein Klops heute essen. Has not joined the hell. Ich muss das machen, damit ich bessere Items bekomme im Shop. Er hat mir nicht zugehört. Ring of the Sun. Ich stecke ihn hier dahin, wo die Sonne niemals scheint. Nein, ich habe einen Ring bekommen, der mir alle Attribute plus 5 gibt. Schrott. Ja, das, was ich von euch haben wollte. Aber keiner von euch hatte das. Wir haben es schon, wir geben es dir noch nicht. Was? Du, das könnt ihr euch gar nicht leisten. Das Teil hat irgendwie 10.000, 20.000 gekostet oder so. Ja, klar. Natürlich, hallo, ich bin auch voll der Hacker und so. Ich hab den Shop gehackt, ich hab die Preise auf 20.000 hochgesetzt. Ich hab ja auch noch 91.000 Gold. Hey, wo sind die alle hin? Der Fino, wo hast du die hingezogen? Level 7, ja, da war ich einmal. Level 7? Und hier so ein Plätzchen auf Mana liegt. Oh, da ist irgendein Dämon irgendwas. Oh, der ist sehr unfreundlich zu mir. Hey, das sind zwei Champion-Monster, oder? Nein, das ist ein normaler Gegner, wie geil. Das sah aus wie so ein Champion-Monster. Oh, ich werde das die ganze Zeit rejoinen, aber ich muss unbedingt bessere Items im Shop bekommen. Ich wollte die ganze Zeit nur Scheiße. Boah. Na gut, dann chatte ich noch ein bisschen mit dir. Boah. Hör auf, Mann, so kann man ja nicht spielen. Ja, hör auf, ich kann nicht lesen, was sie kaufen sollen. Ich auch nicht. Das ist genau über den Funktionen. 16 Magie. Ich trau mich hier nicht, eine Tür aufzumachen. Sei mutig. Da ist ein Gegner hinter. Wir sind überall Gegner, glaube ich. Die sind langsam, die gehen ja noch. Aber ich glaube, die halten viel aus, oder? Hattest du schon dieses große dämonische Ding gesehen, das nur normaler Gegner ist? Achso, du meinst die Horn, die Horn Demon. Ja, die sind bloß. Nein, Moon stand da irgendwas, glaube ich. Ja, die heißen aber eigentlich Horn Demon. Ich will nicht wissen, wie die eigentlich heißen, sondern wie sie im Spiel heißen. Was ist das hier du überhaupt? Du hast eh keine Ahnung. Was ist ein Karis?
Was? Keres. Was ist das? Kannst du mal kaufen? Achso, das ist ein Deutsch. Lol. Den hab ich jetzt einfach so gekauft. Kaufe ich mir ein Deutsch? Weil du zu viel Geld hast. Ja! Jetzt hör auf zu cheaten. Nein, ich cheate, hör garantiert nicht auf zu cheaten. Ich wollte schon sagen, nein, ich cheate garantiert nicht. Ich glaube, ich muss den da hinten töten. So. Hast du überhaupt schon einen getötet, Delfinio? Nein, hier sind so, weiß nicht, 7 rote und ein silberne. Oh, noch ich glaube, die roten kann ich gar nicht töten. Cool. Das sind die Sklaven von dem silberne. Und der silberne hat. Ich weiß nicht. Okay. Ich töte ja anziehen. Boah, Alter, los, komm schon, Mann. Gib mir endlich mal ein Ding, das mir 200% Schaden macht. Dein Ding. Nimm dein eigenes Ding. Wenn er irgendwo einen Ring hat, der 1000 macht, dann schwör ich, hacke mir so viel Geld, dass ich den kaufen kann. Drop it, du is a timeout. Ich hab's gemerkt. Ich geh erstmal wieder hoch, wenn ich nochmal hochkomme. Einmal Bild ist schwarz. Kann ich mein Hack nicht mehr benutzen? Okay, mein Bild ist jetzt auch schwarz. Was macht denn ihr? Gut, ich bin rausgeflogen. Ich hätte ein Timeout. Ja, dann komm wieder rein. Ich halte es offen. Ich sehe meinen eigenen Raum nicht. Warum siehst du den nicht? Nö. Oh, jetzt lädt's. Nein, ich will noch den Decker aufsammeln. Ich hatte erst Sanduhr und dann schwarz. Ja, hab ich jetzt auch. Ich hatte direkt schwarzen Bildschirm. Main Menü. Ich will. Droppelt bei der Timeout. Ich bin doch drin. Könnt ihr jetzt joinen bei mir? Ja. Ich kann's mal versuchen. Delfinio join wieder bei mir. Delfinio 2 bin ich jetzt. Ich bin drin. Delfinio 1 kommst du nicht mehr rein? Komm. Ja, ich versuch's mal. Nö, ich komm nicht. Aber so eben ging's nicht. Ich hab ein schwarzer Bildschirm, wenn ich drauf connecte. Ihr seid solche Noobs. Da müsst ihr jetzt wieder in Level 1 anfangen, das ist doch echt klar. Also jetzt hab ich auch schwarzen Bildschirm. Nehme ich jetzt noch auf? Das ist jetzt die Frage. Nein, natürlich nicht, die Aufnahme beendet. So, Delfinio? Ja, diesmal bin ich drin. Also ist Delfinio das Ding, oder? Ja, heißt ja. Bei Level 10 Scout, jawohl. Ich hab meinen Decker noch aufgenommen. Ja, das Teil hat auch 101 bis 260% Damage. Das kann ich gerade eben erst verkaufen. So, jetzt müssen wir wieder in Level 1 anfangen, das ist euch schon klar, ne? Das ist eh besser, weil da hinten haben wir nichts mehr gerissen. Wieso? Ich hätte den Boss gern noch tot gemacht. Greetings! Wir können noch ein bisschen leveln. Viel besser. Also, wir könnten mal den Butcher versuchen. Nein. Komm. Ich nicht. Ich kann ihn gleich vielleicht killen, wenn ich genug Zeug gesammelt habe. Also, Level 1. Bist du schon wieder in Level 1? Ja. Ui, ein Amulett mit 11 Rüstung. Wie geil. Schrott. So, Parkkappe. Nein. Skullcrown. Hey, willst du Skullcrown haben? Braucht nur 90 Geschicklichkeit. Ah, nehme ich. Ich hack mir einfach eben gleich auf 4. Boah, sie hätte ich so diese scheiß Cheater. Ich hab 67, naja. Das ist aber eine geile Axt. Hör auf zu cheaten. Ich nehme Mana noch mit. Da ist noch was im Level 1 für mich übrig. Ich brauche die Erfahrungspunkte dringend, die ich da bekomme. Klar. Ach, die sind so schwer. Oh, der wunde Townsman, den kann ich nochmal töten lassen. Oh, er ist nochmal tot. Juhu. Warum kriege ich da keine Erfahrungspunkte für? Oder kriegt man dafür Erfahrungspunkte? This place is eerie. Boah, kann man nicht einfach hier irgendwo so einen Shop machen, wo nur Ethos verkauft, wenn die Damage-Bonus geben? Nein. Den Shop direkt leer kaufen, ey. Macht mal auf Diablo 2, da gibt's geile Shops. Ernsthaft oder scheiße? Was glaubst du denn? Scheiße. Da gibt's super Items, Mann. In Hülle und Fülle. Da kriegst du nur unique Items. Mehrmals. Da kriegst du Items, die es nur einmal im Spiel gibt. Mehrmals. Oh, das Teil ist geil. Ich mag meinen Ring, der mir zwischen 1 und 260 Damage gibt. Ja, und 99% aller Fälle bekommst du 1% mehr. Ne, ich hab grad einen Typen. Kommt immer drauf an. Hast einen Level 1 gewonnen, Hidden, richtig? Nein, ich kämpf grad gegen Level 5. Was? Komm in Level 1, hallo! Hallo, ich bin ein Hacker, ich fange mit Level 5 an. Ach, halt die Fresse und komm her. Warst du da hinten schon? Nein, da sind noch Kisten, da warst du noch nicht. Nö, da war ich. Ich hab das Level gehackt, deswegen kann ich das nicht. Ach, halt die Fresse. Überhaupt. Überlegt auf Trap des Armen, lol, wer braucht sowas schon?
Bis er mal durch eine Falle stirbt. Komm, ich will endlich einen neuen Level haben. Es dauert noch so ewig. Ich bin der Meinung, die Gegner sollen immer stärker werden, wenn wir einen neuen Level bekommen. Nein. So, das Level 1 irgendwann so schwer ist wie der letzte Level. Wie bei Morrowind oder was? Nein, das war Oblivion. Bei Morrowind auch, oder nicht? Nein. Haben die da nicht mitgelevelt? Nein. Doch, alle 5 Level. Was? Also, ich weiß, ob so ist. Oblivion, nicht Morrowind. Bei Oblivion haben wir auf jeden Fall alle 5 ja, Level bekommen, stärkere Gegner. War voll scheiße, ich guck auf so ein Scheiße. Mit Skyrim ist es, glaube ich, wieder so, oder? Wer baut so einen Dreck ein? Ist nicht bei Morrowind auch so? Nein. Nein. Bei Morrowind gab es irgendwie gar keine Gegner. Da gab es so gut wie gar nichts in der Landschaft. Doch, da gab es Wüste. Bei Oblivion gibt es nur bei Bäume. Morrowind ist auch nicht viel besser. Oblivion. Ich finde es voll geil. Wenn ihr gemoddet. Deathcrab Dungeon. Und ich sehe, der Gegner mit One-Hit Kills, wenn du auf einfach spielst und der Welt 33 bist. Langweilig. Hart anspruchsvoll. Ich mag den Ring nicht. Der ist böse. Oh, ein Bossmonster, ein Champion-Monster. Oh, ich konnte es nicht mal one-hitten. Oh. Ich möchte einen Ring haben. Und kauf dir einen. Hab doch irgendeiner von euch einen Ring gegeben, das sind 82.000 Gold. Nein. Kann ich hab Rex für dich, plus 2 Dual Attributes. Ich habe eine Armor of Protection, 24 Rüstung und minus 4 Damage von Gegnern. Langweilig. Das ist nichts Gutes. Ist ein Bonusschaden gegen Untote. Toll, hat meine Waffe auch. Mein Abschluss. Nein, mein Ring hat es. Ich hab Level Up. Whee. Akuchi, wo bist du überhaupt? Ich bin oben, ich versuche immer noch tolle Items zu bekommen. 2 Monate später. Also wir starten dann schon mal die nächste Schwierigkeitsstufe, während Akuchi noch versucht, gute Items zu bekommen. Du wirst wahrscheinlich auch nachher enden. So, wir töten jetzt auf der höchsten Stufe mal Diablo, wenn der Kutsche versucht, einen guten Ring zu bekommen. Du überhaupt erstmal einen Ring zu bekommen. Ringe sind völlig überbewertet. Hey, da ist eine goldene Kiste. Ist die irgendwie besonders oder ist sie einfach nur so spaßvoll? Öffne sie, dann weißt du. Keine Ahnung. Da sind Gegner drin. Gegner drin? Warum denn nicht? Warum Gegner in der Kiste drin? Nick! Hey, Meg. Nehme ich gleich mal mit. Geil. Oh, ich habe ein Schiff gefunden. Lieblingserfahrung. In Dings. Dungeons Deep 2 waren die ja übel beim ersten Mal. Wenn du nicht wusstest, was das ist und was die Kiste aufgemacht hat. Auch. Bei Dungeon Lords das auch, ist das auch total hart, wenn ein Mimic kommt, weil man viel zu überpowered ist. Dungeon Lords. Also da bin ich schon überpowered, die haben da schon Drachen getötet im einstelligen Levelbereich. Einstelligen Levelbereich? Ja. Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Eine Stunde? 3 Aufnahmen? 4 Aufnahmen? Keine Ahnung. Also ich glaube die Steinstatuen haben am längsten gedauert, die 8 Stück. Also höchstens eine halbe Stunde, 20 Minuten würde ich schätzen. Ja, die Drachen sind einfach. Die Steinstatuen dauern lang. Jo. Damit ich nicht richtig angreifen kann. Ja, die Steinstatuen, da habt ihr einen in 10 Minuten höchstens gekillt. Oder 5 Minuten. Normalerweise soll man die, glaube ich, gar nicht killen. Doch, man soll jeden Gegner killen, der existiert. Hey, Blutfontäne. Jetzt versagt. Blutfontäne. Ich nehme ein Bad. Wo ist denn das? Achso, da unten. Würde ich auch gerne mal in echt machen, Blutbaden. Natürlich. Blut von Jungfrauen natürlich. Mehr Dexterity als Stärke benötigen. Warte, Helme, hier ist ein Mask of Might, plus 13 Stärke. Required 40 Stärke und 115 Dexterity. Naja, dann skillen wir deinen Dexterity. Ich hab einen Ring gehört, wer hat einen Ring gedroppt? Ich nicht. Vielleicht war es auch ein Amulett, weißt du nicht. Nein, es war ein Ring, das hat man gehört. Ein Amulett hat Scheiße. Nein. Oh, plus 80 Damage. Amulett hört sich genauso an. Ich hab keine Musik angemacht. Warum öffnet sich mein Fenster? Oh, ich hab ein Shield. Armor 2 plus 4 Dual Attributes.
Will das jemand? Nein, schade. Ich? Niemand? Wirklich nicht? Kann kein Schild tragen. Hat sich beendet. Was hat sich beendet? Mein Diablo. Das hasste ich eben. Das hat sich nochmal beendet. Es startet auch nie wieder. Du hast es kaputt gecheatet. Der Task war aus, aber der Prozess war noch an. Du, oh. Ich bin jetzt ohne Akuti, Leute. So, jetzt hab ich ja. Mein, jetzt hab ich mein... Merkt man gar nicht. Jetzt hab ich mein Kind so gehackt, dass ich... Also, jetzt geht da... Passt auf. One hit. Du hast schon wieder timed out. Na, jetzt hörst du sogar schon den Ton und timed. Mein Kind will mich verarschen. So. Das war's dann wieder. Ach ja, sehr toll. Die nächsten 3 Jahre mit Diablo Hell, ne? Bin wieder im Hauptmenü, ne? Muss halt eigentlich auch wieder neu starten. Machen wir das gleich bei den nächsten Part. Hä? Wo ist jetzt der Bogen hin? Hm, ist einfach verschwunden, toll. Also darf ich jetzt auch wieder beenden oder findest du mich? Sekunde? Ich finde wahrscheinlich, aber. Dich rede ich nicht. Nein, noch finde ich dich nicht, aber vielleicht nachher. Das war zuerst auch so. Zeus would defend seldom attack. Bleib einfach noch mal ein bisschen drin, vielleicht finde ich okay. Dich gleich. Ich bleib drin. Ihr Glückskinder, ey. Bei euch stört das Spiel wenigstens nicht ab, wenn ihr versucht auf den Zauber. Oh, jetzt ist mein Bildschirm schwarz geworden. Wir haben auch ordentlich gerechnet. Ich guck mal, jetzt bin ich rausgeflogen. Nein, mein Spiel geht einfach aus, wenn ich spiele. Nö, ich sehe dich nicht. Ich hätte mir doch keine 1 Milliarde Gold cheaten sollten. Neues Spiel, neues Glück. Mein Glück, dass ich reingekommen bin diesmal. Wir beenden mal kurz die Aufnahme und schauen mal kurz was nach.